Wir haben Jake zersägt. Wir haben Jake zersägt. Und nicht Jake, sondern Jake. Ich glaube, das wird der Running Gag hier mit Jake und Jake. Ja, soll ich euch mal übrigens was etwas Witziges zeigen, was nicht mit Resident Evil zu tun hat, aber ich das gerade sehr amüsant fand, weil ich gerade mir einen... musste gerade mal schnell mir einen Schokoriegel reinhieven, weil ich halt nur Frühstück gegessen habe und es später Nachmittag ist und ja. Und jetzt gerade ist mir was Witziges aufgefallen. Passt mal kurz auf. So sieht's aus, wenn man, ja, keine Ahnung, warum. Ich kriege grundsätzlich an meinen Haaren Abdrücke von meinem Kopfhörer und das sieht sehr witzig aus. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das kriege ich immer. Immer. Ist klasse, das immer wegzubekommen. Sieht sehr albern aus. Ja, wollte ich jetzt euch nur mal kurz zeigen, so als kleine Verschnaufsache, so, ne? So, jetzt erstmal. Wir haben Jake zersägt, durchsucht. Ja, könnte man vielleicht auch so sagen. Jetzt haben wir das Problem, wir haben nur noch, wir haben 16 Flint, vielleicht hätten wir noch die Flinte nehmen können, ja. Flinte, ja, ich kann vergessen. Die lasse ich auf jeden Fall im Inventar, die Flinte. Und was es uns jetzt mangelt, ist Heilung. Ich glaube, ich finde gerade Heilung wichtiger als Vivenste, sagt mein Papi immer. Weil Menschen oft alt und wie nicht unterscheiden können. Und dann sagt er immer als Vivenste. Ja. Hallo Papi, du guckst mir sowieso nicht zu. und ein Kraut, dann mache ich da draus. Ich mache uns ein Heilmittel, auf jeden Fall. Ist mir wichtiger als Munition. Dann sieht es zwar immer noch nicht so gut um uns aus. Wir hätten auch nichts mehr, ne? Wir hätten nur noch eine starke Chemie, ja? Dann, das muss ich, darf ich nicht vergessen, wir hätten... Ach, wir haben noch mal flüssige Chemikalie. Ah. Okay. Wir haben auch noch mal eine starke und könnten verbesserte Pistolenmunition das halt herstellen, ne? Mir gerade noch nicht so sicher, was ich mache. Glasset man noch irgendwie. Vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, das rauszufinden, was wir machen. So, wir gehen jetzt mal zu Omi. Omi ist noch da. Die hat ganz toll gesungen im letzten Part, ne? Die dreht sich auch immer zu uns um. Könnt ihr euch noch an das Foto erinnern? Vom zweiten Part, erster Part? Wo hinten mal hier drauf stand E001. Ist sie der Auslöser für alles? Die Gabe. Und hat sich daraus irgendwas entwickelt, dass die dann Leute dafür brauchten? Und dann kam Mia und Evelyn und ein Kind und kein Kind, ein Schiff im Bayou. Omi? Hey. Go tell Aunt Rhodey, go tell Aunt Rhodey, go tell Aunt Rhodey that everybody's dead. Ja. Jetzt habe ich ja ein Liedchen gesungen. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob die wirklich so alt ist, wie sie alt ist. Oder ob irgendwas zugestoßen ist. Ich habe sogar überlegt, ob sie Evelyn ist. Muss ich auch gestehen, ich habe überlegt, ob Omi Evelyn ist. Kommst du hier mal selber hin, meine Liebe? Oder war das Bild die ganze Zeit unten? Oder wirst du immer hier hingeschoben? Guck mal, die folgt uns. Warum bist du hier? Warum? Vor was willst du? Willst du uns vor irgendwas warnen? Hm. Bitte tu mir nichts. Ich hab dir ein Lied gesungen. Okay. Die Stimme? Klingt das alt? Ich finde übrigens ein Kinderlied, wo man singt, dass man Tante Rhodey sagen soll, dass alle tot sind, wirklich super.
klingst so jung, finde ich. Find das... Obwohl, wenn meine Omi immer summt, klingst du auch sehr kindlich. Ah. Omis. Irgendwas Neues? Könnte man eigentlich jetzt in Ruhe diese blöde Schrotflinte holen? Wahrscheinlich, ne? Und da Annika die auch so richtig gut genutzt hat? Naja, egal. Das ist immer so. Ich reiße mir manchmal ein Bein aus, um an irgendwelche Waffen zu kommen. Und im Endeffekt benutze ich sie nie. Entweder ich Skill oder ich bin total blöd. Ich weiß es manchmal nicht. Gut, dann hätten wir uns... Ich wollte nämlich gucken, ob hier ein Kamin ist. Aber hier ist kein Kamin, ne? Hier ist dieser Tagebucheintrag mit dem Schiff, den ich mal meinte. Hier ist kein Kamin. Wo war denn ein Kamin? War hier oben ein Kamin? Vielleicht unten? Jetzt kann ich mir mal das Zimmer ganz in Ruhe angucken, ne? Hier war der Brief. Da ist und okay. Jetzt kann man sich hier ganz in Ruhe umgucken. Ich bin ja begeistert. Super. Und ich mache mir so einen Stress. Geil. Wirklich. Wie kriegt man denn diese ganzen Dinger da auf? Diese Kisten? Und läuft die olle Bäcker... Marjorie hier auch noch lang? Ich gehe jetzt nochmal nach unten und gucke nach dem Kamin. Ob da ein Kamin war. Ist mir ja, was ihr jetzt dazu sagt. Wir machen das jetzt. Ich hatte genug Stress in der letzten Folge. Ja, nehmen wir doch hier die Abkürzung. Schon jetzt vergessen. Evelyn. Kinder haben aber nicht so große Füße. Ist hier ein Kamin? Zufällig? Zufällig ist hier kein Kamin, natürlich. Zufällig ist hier nichts. Klasse. Ja, gut. Dann würde ich sagen. Setz mal den Hundekopf ein. Und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Mir schwant ja Böses. Da. Let's go. Du kommst hier nicht raus. Sind wir draußen? Oh, wie krass. Oh, wie krass. Aber hier läuft doch Marjorie immer lang. Oh je. Hier ist eine Schaukel. Das ist ein Trailer. Okay, ich hab die Schaukel kaputt gemacht. Was ist denn das da? Was ist denn das? Oh, ein Dietrich! Was? Da stehen auch noch Sachen. Warte mal, ich muss hier ein bisschen mit planen. Der Boden sieht mega schwammig aus, ne? Was ist das? Ein Spaltmittel? Was ma... Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen?
Ach, könnte ich die jetzt darauf anwenden und krieg dann die Chemikalie sozusagen zurück? Die gelbe? Aha, okay. Ich hab ein bisschen Schiss hier lang zu laufen. Ich weiß ja nicht warum. Hallo? Oh oh. Oh oh, das ist der. Oh oh. Das ist der Gang, wo die Mia lang gegangen ist mit den ganzen Babyköpfen. Schön. Wirklich schön. Wirklich. Oh. Ja. Das will ich haben. Ist wirklich toll. Freut mich sehr. Oh Gott. Ich will an die lang. Das ist nichts. Das ist auch nichts. Oh Gott, wir sind draußen. Das ist ja super kurios gerade. Okay, Link. Super viele Sachen rum. Das ist total toll. Eine Chemikalie wäre noch geil. Schießpulver? Okay, ja. Nehme ich auch. Okay, komme ich nicht weiter? Ist hier noch was drin? Nee. Aha, sieht ja auch wirklich schön aus. Was ist da los? Party-Room oder? Komm ich hier irgendwo lang oder durch oder so? Was ist denn das? Gott, hier muss wieder so ein... Eins, drei, fünf. Lässt sich nicht öffnen. Okay. Ist hier so ein Schattenrätsel. Eins, drei, fünf. Steht da die letzte Zahl? Also besser gesagt die vorletzte. Pillen. Nur Pillen? Nahrungsergänzungsmittelpillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Hä? Was ist das? Okay, ich habe keine Ahnung. Oh. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Aha. Der Puppenkopf hat sich überlegt, in die Toilette zu legen. Ja, natürlich. Ja, der könnte mal sauber gemacht werden. In den Trailer rein. Oh, was ist das? Schießpulver? Ja. Okay, ich glaube, wir müssen in den Trailer rein. Wir haben nicht genug Platz. Ich feiern. Ich muss irgendwas loswerden. Ich brauch das. Guckt mal, wen wir da haben. Hätte man aber fast gar nicht gehört. Hm. Wir brauchen Platz. Oh, BH. Telefon. Ist das ein Speicherraum? Ja. Ja, wie geil. Warte mal, wir können gleich austauschen sozusagen. Und uns die Chemie. Was ist das denn da? Ich muss jetzt mal. Warte mal, ganz kurz. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Nahrungsergänzungsmittelpin, die sich auf das Nervensystem
Na, nein. Der Dietrich? Was wollen wir denn herstellen mit den Chemikalien? Wir wollen, denke ich mal... Ne, Pistolenmunition, würde ich jetzt sagen. Deswegen mache ich das so und den Rest behalte ich erstmal. Defekte Pistole. Hatte ich jetzt aufgenommen? Defekte Pistole? Na, den brauche ich die doch gar nicht. Sie ist defekt, aber kann mit einem Reparatursatz wieder einsatzbereit. Was? Einsatzbereit gemacht. Reparatursatz, natürlich. Den finde ich wo? Was ist denn das hier, ey? Mann. Ich sag ey gesagt. Ey, tut mir leid. Oh, hier können wir speichern. Sehr schön. Ich habe schon gesehen, da ist ein Telefon. Vielleicht gehört der Zoe. Natürlich. Ich bin in einem Haus mit Verrückten, habe gerade irgendeinen Kerl halb zersägt und mache mir darüber einen Kopf, ob dieser BH Zoe gehört. Natürlich. Aber vielleicht hat Ethan ja recht, vielleicht gehört er wirklich Zoe. So, Telefon. Passiert natürlich nichts. Oh, was ist das? Hä? Steroide erhöhen da auf die maximale Gesundheit. Was? Stabilizer erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Wie dauerhaft? Erhöht dauerhaft die Gesundheit. Ist das noch ein Käfig? Wie? Die maximale Gesundheit wird dadurch erhöht? Eins, fünf. Ah, das ist ja dieser Nutella-Verschnitt. Oh, was haben wir hier? Nichts? Oder wie? Na toll. Okay. Nix haben wir da. Was ist das? Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Soll ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Was? Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Was? Serum? Das ist wirklich Zoe, oder? Die Frau, mit der sie gekommen ist, es geht um Evelyn. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Hat es wirklich was mit dem Schiff zu tun? Hat Mia auf Evelyn aufgepasst als Babysitting und... ist dann halt durch blöde Umstände mit diesem Schiff irgendwie hierher... mit dem Schiff? Ein Schiff hier in der Gegend ist irgendwie total seltsam. Dann hierher gekommen und, das... Mein Körper... Ach, ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus... Evelyn? Ein Serum? Ahoi, was ist das? Das Foto aus dem Gästehaus und aus der Demo. Für sie ist es zu spät. Ach so, nicht für, sondern also mit Mehrzahl sie gemeint. Es ist zu spät für sie. Ja, es ist Familie Baker. Wahrscheinlich ist es Lukas und Zoe. Oder, ja. Doch, ist Zoe. Evelyn sieht ja ein bisschen anders aus. Also jetzt Zoe hier in dem... Eine Münze. Hat Zoe hier drinne. 44er Magnum. Was? 4 Rückschlag und hohe Mannstoppwirkung. Hier ist ein... Oh nein, ein Videorekorder. Ich habe aber gar keine Kassette, oder? Das
Sind das diese Käfige mit den Münzen? Da unten steht eine Zahl? Was ist da denn für eine Zahl? Super, jetzt hat er eine Münze reingemacht. Ich bin da begeistert. Will ich die haben? Bestimmt will ich die haben, aber... Steht jetzt eine 8? Ich hab gerade die Gefühl, als ob meine Grafik auf mega low ist. Ist es überhaupt nicht. Ich hab sogar die Texte hier, diese Texturen und so, ist alles hoch. Wie viele Münzen haben wir denn? 5. Na Mensch! Ich würde mal interessieren, ob die auch geht. Komm, wir gucken mal. Wie viel war? 1. Und da erhöht das wirklich? Steroide erhöhen dauerhaft die maximale Gesundheit. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so scheiße, ne? Geht das? Das ist die Münze aus der Demo. Ja! Hä? Wie? 2? Was? Wie? 2? Hä? Stand da eine 3? Ey, wirklich. Was hätte für ein schwammiges Zeug? Ich pack das jetzt einfach da rein, ne? Was geht da auf? Steroide. Krass. So funktioniert das. Was war das? Nachladen. Na, nee, komm, du bräuchst nicht. Jetzt haben wir noch 3 Münzen. Schon eine Münze drin verschwendet, ne? Das regt mich gerade ein bisschen auf, wenn ich ehrlich bin. Das regt mich ein wenig auf. Ich werde es aber auch nicht neu laden. Ich habe die scheiß Münze verschwendet. Mann! Ich habe jetzt die Hoffnung, dass wir vielleicht noch vielleicht noch in andere Käfige finden, wo tolle Sachen drin sind. Das würde mich sehr freuen. Der Part ist ja auch schon eigentlich zu Ende. Das ist natürlich... Warte sofort. Warte, Zoe, warte, ich bin sofort da. Los geht's. Du lebst noch. Ja. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ach, wirklich? Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Meine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Okay, die sind alle kontaminiert. Das hat Zoe gerade zugegeben. Alle. Auch Mia. Und wir brauchen das Serum. Warum hat das die Mutter? Warum nimmt denn Mutti nicht das Serum? Wenn sie welches hat. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht so. Also schon, aber... Okay. Wir sind der Erste, der es so weit geschafft hat. Das ist natürlich schön. Freut mich sehr. Wo ist denn das hier? Wir wirken dauerhaft. Na, nehmen wir das einfach mal, oder? Jetzt sind wir ein starker Ethan. Hui, maximale Gesundheit erhöht. Geil! Das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr freut mich das. Wir müssen erst Jack und jetzt
Müssen wir uns anscheinend mit der Mutti auseinandersetzen. Ich bin mal gespannt, was die so für Überraschung für uns hat. Schön, schön, dann... Wow, ist zwar nicht so viel passiert hier in dem Part, aber wir sind draußen. Wir haben hier die Sachen durchsucht und können dann im nächsten Part sofort weitermachen. Und interessant mit dem Vogelkäfig. Ich ärgere mich ein wenig, dass ich hier eine Münze verschwendet habe. Ich glaube, ich habe ja noch eine andere Speicherstelle. Ich glaube, ich werde fürs nächste Mal nochmal bis hierher spielen und werde nur eine... Nee, wie viel waren das? 3 Münzen an diesem Käfig verschwenden und nicht mehr. Ich glaube, das werde ich machen. Aber davon bekommt ihr da nichts mit und wir, ne, machen hier weiter in alter Frische. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.